Diese Freundinnen haben Großes vor. Ab sofort wollen Anne Ross und Manel Filali als Milk and Honey die Charts aufmischen. Bis es soweit ist, wird noch am richtigen Auftritt gefeilt. Und auch die Garderobe der neuen Popstars muss modisch perfekt sein. Dabei hilft ihnen heute die Styling-Fachfrau Maja Bodic. Im Gepäck hat sie Latzhosen, die sie bisher keiner kannte. Knapp und sexy statt weit und schlabberig. Für Anne und Manel ist dieser Trend noch etwas ungewohnt. Wenn ich an Latzo denke, dann denke ich eigentlich am ersten daran, eine schwangere Frau und dann vielleicht ein kurzes Oberteil im Sommer und dann sieht man ein bisschen den Bauch so voll süß. Ich habe immer Latzhosen getragen als Kind und ich habe nie gedacht, dass es so sexy aussehen kann. Und ob. Als erstes schlüpfen die zwei in diese Jeans-Varianten mit extra wenig Stoff. Die Latz-Hotpants und der Latz-Mini-Rock kosten jeweils rund 40 Euro. Von Umstandsmode keine Spur. Dafür sind diese heißen Hingucker allerdings nicht ganz ungefährlich. Ich finde das an sich eigentlich schon richtig cool. Aber bühnentauglich ist es ein bisschen heikel. Also ich würde es, wenn, dann mit Hotpants anziehen. Also man muss schon ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht zu viel sieht. Gerade wenn man oben auf der Bühne ist und die Fans sind ein bisschen weiter unten, dass man dann rausgucken kann. Schon etwas tragbarer sind diese sommerlichen Latz-Varianten. Die 25-jährige Manel hat sich für dieses weiße Baumwollkleidchen entschieden. Und die 3 Jahre jüngere Anne trägt die Bermuda-Shorts für 75 Euro. Damit der Latz-Look sein Schnabber-Image vollends verliert, legt Expertin Maja Bodic nochmal Hand an. Die bunten und auffälligen Accessoires sorgen für Bewegung im Latz-Bereich und peppen die Hosen farblich auf. Das Ganze bringt ja sowieso von Natur ein bisschen mehr Stoff mit. Um das Ganze irgendwie interessanter zu machen, sollte man richtige Accessoires dazu tragen. Und unter Latzhosen oder Latzröcke sollte man am besten ganz schmale Tops tragen. Auf keinen Fall hochhackige Schuhe oder sehr elegante Schuhe, sondern eher so Flipflops oder ganz flache Sneakers oder sowas. Wenn man hochhackige Schuhe trägt, sieht das sehr schnell sehr billig aus. Zum Schluss kommt die coole Latz-Garderobe. Bei Annes elegantem knielangen Overall für den Abend sind sogar die hochhackigen Schuhe wieder erlaubt. Manel bleibt hingegen beim verspielten Kleidchen im hanseatischen Seemannslook mit flachen Holzschuhen. Anne und Manel haben ihre Favoriten gefunden. Das ist das beste Outfit, was ich anhatte, weil es ist Allzweck irgendwie. Ich kann es im Alltag anziehen, ich kann es aber auch auf der Bühne anziehen, mit ein bisschen rasseln oder so, ein bisschen orientalisch machen. Das ist super wandelbar, dieses Outfit, und trotzdem sehr locker. Ich würde das auf der Straße anziehen, sehr oft sogar. Das ist super bequem, das ist auch nicht so kurz, dass ich mich nicht auf die Straße traue. Und die Farben liebe ich so sehr. Ich mag die Farbenkombination sehr gerne. Und so genießen die zwei angehenden Popstars den Rest des sonnigen Tages in ihren neuen Lieblings-Latzhosen-Outfits. Noch erkennt sie hier keiner, aber das soll sich ja ändern. Vielleicht werden sich bald die Fans um sie reißen.